Oh mein Gott, ich habe das ganze Krankenhaus heute durcheinander gebracht. Aber ich war in dem Moment halt einfach überfordert mit der ganzen Situation und dann bist du ja alleine. Und die haben mir dann empfohlen, dass wir einen Kaiserschnitt machen, bevor es dann wieder so ausartet wie bei der. Hallo ihr Lieben, ihr bekommt heute von mir ein Schwangerschaftsupdate. Das haben sich verdammt viele jetzt gewünscht. Ich bin ja aktuell in der 35. Schwangerschaftswoche, beziehungsweise ab heute genau in der 36. Schwangerschaftswoche, also 35 plus 0. Und ja, also ihr könnt es ja eigentlich alles auf Instagram verfolgen. Da habe ich auch wahnsinnig viele Bilder und da schreibe ich auch immer regelmäßig. So ein Schwangerschaftsupdate schreibe ich nieder und so. Also meine ganze Schwangerschaft habe ich eigentlich ganz viel auf Instagram verfolgen lassen oder konntet ihr das verfolgen? Nur ich weiß, viele von euch haben gar kein Instagram, wollen auch kein Instagram und die haben mir halt jetzt, ganz viele haben mir geschrieben, hey Lisa, mach doch mal wieder ein Schwangerschaftsupdate. Dein letztes ist schon so lang her und dachte ich mir, okay, das mache ich. Ja, ich war ja heute beim Frauenarzt und muss jetzt dann gleich in einer Stunde noch ins Krankenhaus. Mich anmelden. Ich kriege ja ich krieg einen Kaiserschnitt. Warum? Fragen bestimmt jetzt auch ganz viele. Gerade die, wo die neu dazugeschalten haben. Ich habe ja schon zwei Kinder und beide sind mit dem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Die Bella mit einem Notkaiserschnitt, weil die Herztöne weg waren. Also ich lag ganz normal in Wehen. Ich wurde eingeleitet. Ich habe übertragen damals. Wurde dann eingeleitet und mit Tabletten wurde ich eingeleitet und dann, ja, 12 Stunden in heftigen Wehen. Das waren Wehen, die waren nicht schön. Mir hat man dann irgendwann später gesagt, dass die eingeleiteten Wehen einfach auch scheiße sind. Ich hatte jede Minute eine Wehe und ich hatte eine Minute eine Wehe, eine Minute eine Pause, eine Minute eine Wehe, eine Minute eine Pause. Es war echt Stress und das Kind spürte das ja dann auch und deswegen waren dann irgendwann die Herztöne weg und dann war es ganz schnell und die Bella ist auf die Welt gekommen. War dann aber auch alles gut. Also ich meine, das sind die Ärzte ja echt mega schnell. Die PDA damals wurde mir dann einfach aufgespritzt. Ich habe nämlich irgendwann dann mal nach 11 Stunden eine PDA bekommen und die wurde aufgespritzt, während wir zum OP gelaufen sind und zack, bumm, war die Bella da. Dann bei der Luana, da habe ich auch wieder übertragen und dann haben damals die Ärzte gesagt, ich war auch schon wieder über einen Termin und dann hat mich der Frauenarzt ins Krankenhaus geschickt und dort haben dann im Krankenhaus die Ärzte gesagt, dass sie meinen, dass ich einfach ein zu kleines Becken habe und das Kind da nicht reinrutscht, weil meine Kinder waren nie im Becken gelegen, nicht mehr ansatzweise. Und das ist halt so, man weiß nie, also eine Frau kann so eine Hüfte haben oder so eine Hüfte, das sieht man nicht von außen. Also es ist bei jedem individuell. Also auch wenn eine Frau so eine Hüfte hat, kann trotzdem das Becken zu klein sein, haben mir die Ärzte damals gesagt, das sieht man nicht von außen. Aber sie schätzen halt, weil die Kinder bei mir nicht mal ansatzweise nach unten rutschen. Und die haben mir dann empfohlen, dass wir einen Kaiserschnitt machen, bevor es dann wieder so ausartet wie bei der Bella damals, dass sie die Herztöne weg sind. Haben aber mir auch gesagt, wir können es natürlich auch versuchen. Naja, und wenn man dann so sagt, ich hatte so eine Angst damals bei der Bella, also bei der ersten, dass das wieder so, ja, dass die Herztöne weg sind. Das ist eine Situation, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr liegt da. Dann von einmal sind, keine Ahnung, 5, 6 Ärzte um dich rum. Irgendjemand sagt, die Herztöne sind weg, wir müssen jetzt schnell machen, müssen einen Kaiserschnitt machen. Und du denkst dir, oh mein Gott, mein Kind, mein Kind, mein Kind. Und das ist so eine krasse Situation, die wollte ich natürlich nicht nochmal erleben, nur weil ich es unbedingt normal probieren wollte. Ne? Und deswegen kam dann die Luana auch per Kaiserschnitt. Und jetzt beim dritten Mal bleibt mir gar keine Wahl. Also ich könnte irgendwo weiter wegfahren. Also hier in der Umgebung macht das kein Krankenhaus, den dritten Kaiserschnitt. Das ist einfach zu gefährlich wegen der Narbe. Und wenn ich weiter wegfahre, dann könnte es machen, aber was soll jetzt das Becken geweitet haben sich in den 4 Jahren? Also soll es breiter geworden sein? Ich denke, ich wäre genau vor der gleichen Situation wieder und das würde einfach nichts bringen, wenn es normal bringt, also probieren würde. Und die Ärzte hier sagen ja auch alle, raten dir zu einem Kaiserschnitt, wenn du schon zwei hattest, weil es einfach viel zu gefährlich für Mutter und Kind ist wegen der Narbe. Genau. Deswegen ist es diesmal ein ganz geplanter Kaiserschnitt. Bei der Luana war es ja nicht ein ganz geplanter Kaiserschnitt, sondern ich war ja über einen Termin und wollte es normal kriegen und dann haben mir halt die Ärzte dazu nur geraten. Ich glaube, einen Tag später oder so hat man dann einen Kaiserschnitt gemacht. Genau. Deswegen, ich bin da total gespannt und deswegen muss ich jetzt ins Krankenhaus, da muss ich mich vorstellen. Da kriege ich dann auch meinen Termin, das ist so krass. Also nächsten Monat kommt die Amelie auf die Welt und ich erfahre heute den Termin
wann unsere Amelie auf die Welt kommt. Ich finde das so krass und anscheinend darf ich auch noch ein bisschen mitbestimmen. Also ich habe ja schon so mein Wunschdatum. Ich kann ja auch mein Wunschdatum mal sagen. Mein Wunschdatum ist, also ET ist eigentlich, in der errechnete Entbindungstermin ist der 28. Was macht mein Mann da eigentlich da draußen? Ich hoffe, euch stört das nicht. Der errechnete Geburtstermin ist der 28.8. Und soll ich die Balkontür zumachen? Ich flippe aus mit dem Typen. Wartet mal schnell. Ich komme gleich wieder. Der macht nur Krach, das gibt's doch nicht. Also das. Ja, es wird nicht leise, es tut mir leid. Keine Ahnung, sobald ich hier ein Video drehe, meint der ja wieder, dass er hier Ramazamba machen muss. Naja, auf jeden Fall, 28.8. wäre der ET eigentlich und die Hebamme hat ja so zu mir gesagt, so 1 bis 2 Wochen vorher. Soll ich mir schon mal ein paar Gedanken machen, wann ich denn es gut finden würde. Jetzt ist es voll dunkel geworden, weil ich die Balkontür zugemacht habe. Aber ihr seht mich ja noch, alles gut. Und mein Wunschdatum, habe ich es euch jetzt schon gesagt? Ich glaube nicht. Wäre der 16.8. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass ich den bekomme, weil es schon arg früh wäre. Die Hebamme hat dann auch gesagt, naja, Lisa, du hast ja immer übertragen. Und ist ja jetzt nicht so. Sie hat gesagt, wir lassen das Krankenhaus entscheiden. Die schauen mich anscheinend heute auch nochmal genau an. Ich werde es euch erzählen, was sie da jetzt dann genau machen. Ah, jetzt kommt er wieder. Was denn der macht? Und das entscheiden ja dann die Ärzte. Also ich kann jetzt da nicht wirklich sagen, ich möchte das Datum, das muss ja auch erstmal der OP frei sein. Es muss da alles passen und es muss von der Gesundheit vom Baby ja auch alles passen, von mir alles passen und deswegen ist es eigentlich nicht in meinen Händen, nur irgendwie so ein bisschen schon. Irgendwie ein bisschen auch nicht. Deswegen bin ich mega gespannt. Genau. Aber jetzt erstmal, was jetzt gerade eben beim Frauenarzt rauskam. Da wurde ein Ultraschall gemacht. Ich kann euch das Bild ja hier mal einblenden. Sie hat die ganze Zeit die Hand, sie war mega wach, hat sie rumgewackelt ohne Ende, war mega wach und hat aber die ganze Zeit, wie ihr sehen könnt, die Hand vom Gesicht gehabt. Ja. Hat sie einfach nicht weg. Der Arzt hat alles versucht, der hat sie gewackelt, geschüttelt, gepikst, nichts gebracht, nix. Der hat die Hand einfach nicht wegnehmen wollen. Sie will halt, dass es eine Überraschung bleibt, ne? Sie hat halt keinen Bock, dass man sie jetzt schon sieht. Hat sie recht. Und genau, sie wiegt aktuell 2635 Gramm. Genau, 2635 Gramm. Er hat gesagt, das ist wie in seinem Lehrbuch, so viel wiegt sie. Also sie ist komplett in der Norm, sie wiegt nicht zu viel und nicht zu wenig. Also perfekt. Fruchtwasser. Dann hat er noch diese Dinger gemessen, alles, auf jeden Fall, alles passt noch, alles ist gut, noch nichts ist schlecht, es sieht noch alles super aus, ist auch noch nichts veraltet, ich glaube nach einer Zeit veraltet er irgendwas, ist auch noch nicht bei mir, ja, mit Fachwörtern habe ich es richtig gut, ne? Genau, dann ist es bei unserem Frauenarzt so, der Arzt, der macht den Ultraschall und dann kommt man zu der Hebamme, die macht dann das CTG. Und nimmt dann auch nochmal Blutdruck und so ab. Mein Blutdruck ist anscheinend zu niedrig, was habe ich an Blutdruck? 105 zu 60, keine Ahnung. Letztes Mal 91,60, weiß ich nicht. Sie hat auf jeden Fall gesagt, er ist zu niedrig. Und jetzt weiß ich aber auch, warum ich so ein bisschen müde bin. Also gestern habe ich einen Mittagsschlaf gemacht. Also ich bin einfach eingeschlafen. Ich war von einmal krocki und K.O. müde. Pack. Und ich hasse Mittagsschlaf. Ja, also man merkt halt schon, dass ich jetzt so richtig schwanger bin oder hochschwanger bin, ne? Mein Eisenwert ist auch nicht gut, hat sie gesagt. Der liegt bei 10,8 oder nee, 10,1 steht hier sogar nur. 10,1. Ja, also ganz schlecht. Ich muss solche Tabletten nehmen. Ach, die hätte ich jetzt auch noch holen müssen. Habe ich vergessen mitzunehmen. Genau, ich soll solche Tabletten nehmen. Also so Eisentabletten, juhu, ich freue mich. Verstopfung ist vorprogrammiert. Ich hasse Eisentabletten. Sie hat dann nur gemeint, ich kann gegenwirken mit Magnesium. Also ich nehme dann 2 Eisentabletten und dann 2 Magnesiumtabletten, dann hebt sich das wieder auf. So hat die Hebamme das auf jeden Fall zu mir gesagt. Ja, CTG war nicht ganz so ruhig wie sonst immer. Also man merkt, dass sind Übungswehen vorhanden. Weil sonst war es immer bei CTG bei 6, 5, ne, da auf dem Ding. Und manchmal ist es jetzt sogar schon bis auf 50 gesprungen. Also keine Wehen, wo irgendwas auslösen würden. Aber man merkt, es geht langsam rund. Dann wollt ihr jetzt bestimmt noch meinen Bauch sehen, ja? Wie der aktuell ist. Den kriegt ihr jetzt zu sehen. Das kleine Bäuchle. So, da haben wir ihn. Klein, fein, rund.
Ja, also ich habe wie immer so einen Fußball. Und da haben auch die Ärzte eben damals gesagt, das ist bei mir, sieht man das auch ganz gut, dass die Kinder nicht mal ansatzweise hier runterrutschen. Ne? Bei den anderen ist der Bauch ja hier. Ihr müsst bedenken, hier. Und bei mir geht es gar nicht so weit runter. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, aber er hört hier einfach auf. Also es ist nicht im Becken drin, das Kind. Köpfchen ist nach unten übrigens, das hat der Arzt schon gesagt. Also es würde schon alles passen, aber es liegt hier nicht hier. Wohl bei den meisten, ne, wenn ich jetzt mal ein Stück zurückgehe. Keiner kann normal so eine Hose, das ist eine normale Hose von mir, ist keine Schwangerschaftshose an, normal anziehen. Ich schon, weil der Bauch ja so weit oben ist. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Deswegen passen mir auch meine Hosen und alles noch. Weil es einfach wie so eine aufgesetzte Kugel ist. Aber irgendwie süß. Also ich mag meinen Bauch. Ich finde ihn so, so, er ist einfach ein kleiner, runder Fußball. Ja, man sagt ja auch immer zu mir, ich habe eine Melone da drin. Ne? Den werde ich vermissen. Ich mag meinen Bauch. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meinen Bauch findet. Ob der schon ein bisschen abgespaced ist. Ja, mein Bauchnabel, aber der ist ja schon die ganze Zeit draußen. Schwangerschaftsstreifen habe ich aktuell auch keine, aber bei mir sieht man die ganzen Adern hier ganz gut. Ich habe also in keiner Schwangerschaft, Gott sei Dank, Schwangerschaftsstreifen gehabt. Und die Hebamme hat gesagt, wenn ich es zweimal geschafft habe ohne Schwangerschaftsstreifen, dann werde ich es drittes Mal auch schaffen. Dann habe ich einfach ein gutes Bindegewebe, genau. So, habt ihr mein Bäuchle auch mal gesehen? Und ja, ich werde auf jeden Fall dann später euch noch berichten, was jetzt im Krankenhaus rauskam. Das weiß ich ja noch nicht. Jetzt fahre ich ja dann bald hin. Ich bin echt gespannt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das sonst abgelaufen ist. Ich glaube, sonst habe ich mich nur angemeldet, aber nicht zu einem Kaiserschnitt oder nicht zu einem OP. Ich denke mal, ich muss Narkosegespräche und sowas auch führen, oder? Ich weiß es nicht. Ich werde es euch auf jeden Fall berichten. Habt ihr irgendwelche Fragen zur Schwangerschaft noch? Oder ja, was ich könnte euch noch erzählen, was ich für Beschwerden habe. Ne? Beschwerden ganz viel ist jetzt momentan Sodbrennen. Nummer eins, seit Wochen leide ich unter Sodbrennen. Deswegen esse ich auch jeden Tag eine Viertel Wassermelone, die hilft mir. Wassermelone und Mandeln hilft mir sehr gut. Ich habe auch was da von der Apotheke, aber bis jetzt noch nicht genommen, weil ich mir immer denke, nur wenn es ganz schlimm ist. Aber eigentlich ist es immer jeden Tag schlimm. Aber was bedeutet schlimm oder nicht schlimm? Ne? Und ich versuche es halt dann immer mit Hausmitteln. Und mit Wassermelone und Mandeln fahre ich da eigentlich auch ganz gut. Und ansonsten bin ich sehr kurzatmig geworden. Ich schnaufe schon bei den kleinsten Treppen. Wie, na, dann habe ich ein Bäuerchen gemacht, wie ein, keine Ahnung was, ein Wal. Gestern waren wir in Kempten ein bisschen shoppen und ich sag's euch Leute, ich habe mich gefühlt so, mein Mann 10 Meter weiter vorne, ich komme auch nicht mehr, ich kann nicht hier schnell laufen, laufe wie ein Pinguin. Ja, aber es ist Endspurt, das ist ganz normal. Aber ich bin immer noch gerne schwanger. Ich kann nicht sagen, dass mich jetzt die Beschwerden... Ja, und schlafen tue ich gut, fünfmal in der Woche stehe ich auf. Fünfmal in der Nacht ungefähr muss ich Pipi-Pause machen, aber dann schlafe ich sofort wieder ein. Also schlafen tue ich wirklich sehr gut. Ich schlafe immer auf der Seite mit einem Bein nach oben, dann klappt das ganz gut. Also ich kuschel mich da schon richtig ein und hört er, der Krach ist zu Ende, jetzt ist er nämlich dran. Ja, ansonsten, ich kann mich jetzt nicht großartig beschweren. Das Schlimmste, was eigentlich mich verfolgt, ist dieses dumme Sodbrennen. Und dass man halt jetzt nicht mehr ganz so beweglich ist und sich nicht mehr bücken kann und sowas, das gehört einfach jetzt am Ende dazu. Ja. Ich mache auf jeden Fall die Kamera wieder an, wenn ich im Krankenhaus war und erzähle euch, was da jetzt gemacht worden ist und was nicht. Ich bin nämlich mega gespannt. Ich kann mich nicht erinnern, was die da heute machen. Ob die nochmal einen Ultraschall machen oder nicht. Oder ob sie nochmal ein CTG machen, weil es heute eigentlich ja alles gemacht worden ist. Es war zufällig, dass es jetzt an einem Tag ist, aber ich berichte euch. So ihr Lieben, ich bin wieder zurück vom Krankenhaus und oh mein Gott, ich habe das ganze Krankenhaus heute durcheinander gebracht, glaube ich. Ja, wo fange ich an? Also ich bin zum Krankenhaus gefahren und dann bin ich erstmal, also ich musste keinen Test oder irgendwas machen vorher. Ich dachte mir schon, vielleicht muss man einen Test oder so vorher machen, bevor man ins Krankenhaus muss. Nein, musste man nicht. Bin dann rein ins Krankenhaus, musste mich dann anmelden und dann hat die Ärztin den Ultraschall bei mir gemacht. Und hat dann nochmal gesagt, oh, die, weiß auch nicht warum, aber das ist, oh, keine Ahnung, das war die Oberärztin. Und die hat gesagt, dass die Amelie 2,7 wiegt. Und sie findet, dass es schon sehr viel ist für mich, weil ich ja voll zierlich bin. Hat dann auch geschaut, die Luana kam ja mit 3920 Gramm auf die Welt. Aber sie war ja auch übertragen, also sie war ja schon mehr als reif.
Und hat dann gemeint, ja, aber die war auch schon größer und hat dann mich noch gefragt, ob ich Zucker habe. Und dann sage ich, nee, ob ich mir sicher bin. Ich so, ja. Und dann hat sie mich noch gefragt, ob der Geburtstermin vielleicht falsch ausgerechnet worden ist. Ich so, nicht, dass ich wüsste, nee. Und ja, die hat die ganze Zeit drauf rumgehackt, dass sie findet halt, dass ich für diese Woche, also ich bin ja jetzt, ihr seht das Video einen Tag verspätet, also ich bin 34 plus 6, also in der 35. Schwangerschaftswoche. Und sie hat halt 2,7 gemessen. Ich meine, der Frauenarzt hat 2,635 gemessen, also sind sie sehr ähnlich, genau kann man da ja sowieso nicht messen. Und sie hat halt die ganze Zeit drauf irgendwie drauf rumgehackt, dass das irgendwie ihr zu viel ist, weil ich ja auch nicht groß bin, und hat sie noch gefragt, ob mein Mann groß ist, und ja, auf jeden Fall hat sie gemeint, dass es ein großes Baby ist. Hat dann daraufhin gesagt, ich habe, ihr wisst ja, mein Wunschtermin habe ich euch schon gesagt, das ist der 16.8. Und was ich gedacht hätte, denke, dass ich den aber nicht kriege, weil es zu früh ist, weil der ET ist ja bei 28.8. Und sie hat aber dann noch früher gesagt, und ich dachte mir, oh mein Gott, noch früher. Okay, ja, aufgrund, dass sie halt schon so groß ist, und hat sie noch gesagt, dass, weil man muss immer bedenken, die Narbe wurde schon zweimal aufgeschnitten, und es ist einfach eine Gefahr für Kind und Mutter, wenn man dann zu lange wartet. Und die Amelie, dir geht's gut, die ist super fertig entwickelt und alles, hat sie gemeint. Sie würde es auf jeden Fall lieber früher holen. Früher wie der 16.8. sogar. Das hat mich schon so ein bisschen schockiert, weil ich mir dachte, ich habe am 28.8. Termin. Und war dann total überfordert und habe dann aber irgendwie irgendwann gesagt, nee, das ist mir zu früh, das ist mir zu früh. Und habe dann später einen Termin ausgemacht. Sie hat dann, ich kann ja wahrscheinlich auch nicht nein sagen, keine Ahnung, aber ich war total überfordert mit der Situation. Und dann musste ich aber noch warten auf meine Papiere, die haben dann irgendwie alles fertig gemacht. Und dann habe ich das meinem Mann geschrieben und meiner Freundin. Und die zwei haben dann gesagt, ja, nee, warum hast du nicht den Termin genommen? Außerdem ist das ein mega Datum, und nimm den Termin, und ich soll den, ich will es noch nicht ganz verraten, den Termin, deswegen verrate ich euch den ganzen Termin nicht, aber wahrscheinlich spätestens auf Instagram erfahrt ihr sowieso den Termin. Also dieser Schnapper heiße ich da, da könnt ihr mir gerne folgen. Naja, auf jeden Fall hat dann mein Mann, ich habe mit WhatsApp halt mein Mann und mit meiner Freundin geschrieben, und beide dann, wieso hast du nicht den Termin genommen? Und vor allem, wenn es dir die Ärzte raten, und wieso nicht? Und das Kind ist ja fertig. Und ja, ich habe halt immer noch im Hinterkopf, umso länger das Kind im Bauch ist, umso besser fürs Kind. Und keine Ahnung. Und ich war halt einfach total überfordert, dass es sogar davor dem Termin ist, wo ich mein Wunschdatum hatte. Das war einfach zu heftig für mich. Deswegen habe ich später zu denen gesagt, naja, auf jeden Fall. Hat es dann ewig gedauert. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde in dem Wartezimmer gesessen. Dann kam endlich diese, wo alles fertig gemacht hat. Dann sage ich so zu ihr, hey, können wir das Datum doch nochmal ändern? Mein Gott, die Arme, die hat alles fertig gehabt. Die müssen ja den OP-Plan, müssen mich eintragen und was weiß ich nicht. Und habe ich gesagt, ja, ich habe nochmal mit meinem Mann geredet. Und das war ja voll blöd, weil die Männer dürfen ja nicht mit. Die Männer dürfen ja bei uns wirklich nicht mit. Und dann habe ich ihr das so erklärt. Und dann hat sie gesagt, ja, sie schaut jetzt mal, was machbar ist. Ich glaube, wieder eine halbe Stunde gewartet. Dachte, oh Gott, aber sie musste ja wieder alles neu machen. Und das auf jeden Fall ist es jetzt das Datum geworden, was die Ärztin vorgeschlagen hat. Also, ich höre total auf ärztlichen Rat. Ja, hier nichts selbstbestimmt, sondern die Ärzte werden schon wissen, was gut oder schlecht ist. Die hat mich ja gesehen, die hat es ja untersucht. Ja, aber ich war in dem Moment halt einfach nur einfach überfordert mit der ganzen Situation. Und dann bist du ja allein und dein Mann darf ja nicht mal dabei sein. Da haben auch voll viele gefragt, nein, bei uns in Bayern dürfen die Männer nicht mit, zum Frauenarzt nicht mit und auch nicht ins Krankenhaus mit. Zur Geburt darf er mit. Es ist auch so, dass ich zwei Termine habe, bevor jetzt die Geburt dann ist, also der geplante Kaiserschnitt. Einmal noch, da muss ich halt so das Anästhesiegespräch und sowas, und da wird nochmal alles durchgecheckt. Da soll ich mir 2 bis 3 Stunden Zeit nehmen, hat sie gesagt. Und dann noch zwei Tage davor, genau, muss ich noch einen PCR-Test machen. Aber allerdings muss auch nur ich den PCR-Test machen. Was ist denn jetzt? Jetzt rufst du das Telefon an, Moment. So, sorry, mein Mann gerade angerufen, fährt die Große gerade zum Volleyball und sind total überfordert und wissen nicht wohin. Wo war ich auf jeden Fall stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, habe ich das hier euch erzählt oder nicht? Hieß es ja, oder meine Freundin hat mir heute in der Früh erzählt, dass anscheinend bei uns im Krankenhaus es so ist, dass
die Väter nur bei der Geburt dabei sein dürfen, wenn sie geimpft sind. Da habe ich mir schon gedacht, nee, das glaube ich nicht. Und meine Freundin gesagt, ja, frag doch einfach mal nach, weil sie hat es jetzt schon zweimal gehört. Sie kann es auch nicht ganz glauben, aber also geht's noch? Also das wäre sich ja dann total zum Spalten, ne? Also so ein Ereignis und dann darf der Papa nur, wenn er sich geimpft hat. Was ist denn das? Also naja, heutzutage weiß man ja nicht mehr, also kann ja alles möglich sein. Auf jeden Fall habe ich gefragt und das ist nicht so. Das Einzige, mein Mann muss auch keinen PCR-Test machen, den muss nur ich machen. Genau, das habe ich noch erzählt, da war ich stehen geblieben. Den PCR-Test muss nur ich machen. Genau 2 Tage vor der Geburt und dem Geburtstermin. Und mein Mann nicht, der muss aber einen Schnelltest machen und dann darf er auch mit zur Geburt. Genau, während der Geburt muss ich, was ich auch voll krass finde, auch wenn jetzt jemand bei uns normal gebärt, ich habe es extra nachgefragt, muss er die FFP2-Maske tragen. Ihr wisst, in Bayern ist es FFP2-Maskepflicht, immer noch, obwohl unser Inzidenzwert locker unter 10 liegt, aber nach wie vor immer noch diese Maskenpflicht mit dieser FFP2 und die muss ich auch während der OP tragen. Und dann denke ich mir, eieieiei, ich kriege echt unter der schlechter Luft. Dann liegst du mit dem Rücken da, bist mega aufgeregt, hast eh schon Schnappatmung und jetzt habe ich nur eine OP. Was heißt nur eine OP, aber jetzt stelle ich mir mal gerade vor, wenn du unter Wehen bist, kriegst eh kaum Luft und dann hast du die FFP2-Maske, wo du tragen musst. Das finde ich krass und das ist aber wirklich Pflicht. Da habe ich die Ärztin dann auch wirklich nochmal nachgefragt, ob das wirklich so ist. Sagt sie, ja, leider. Und habe ich gesagt, ja, okay, da wird mir ja dann schlecht oder so. Sie hat gesagt, das sind die Regeln. Da kann sie leider nichts machen. Ich denke, bevor ich umkippe, werden sie mir die Maske schon abnehmen oder keine Ahnung. Uns sind ja die Hände gebunden. Ne? Ich kann ja nichts machen, aber ich finde es halt einfach nur krass. Die Vorstellung, dass ich da in dem OP liege, aufgeregt ohne Ende, kriegst eh keine Luft gescheit und dann soll man noch die FFP2-Maske tragen. Aber nun gut, werden wir schon hinkriegen. Und was noch? Ja, das war's dann, glaube ich. Da habe ich alle Fragen. Mehr habe ich, glaube ich, dann auch nicht gefragt. Nee, genau. Mein Mann darf mich dann, was ich cool finde, ist bei uns, vormittags darf mich dann, also bei der Geburt darf, ist es vormittags um 7 Uhr geht das los an dem Tag. Und da darf er mitkommen auch gleich. Und aber ansonsten, wenn er mich dann besucht, da darf er dann erst nachmittags kommen und muss jedes Mal, wenn er mich besucht, einen Schnelltest machen, bevor er mich besucht, genau. Und, aber ich bleibe da eh nicht lang, also 48 Stunden und dann zieht mich das Krankenhaus nicht mehr. Ich bleibe da nur so lang, bis das Kind die U2 hat und dann adieu Krankenhaus. Aber das habe ich bei den anderen zwei auch so gemacht, trotz Kaiserschnitt. Das geht schon. Ja, ich glaube, ich habe euch jetzt über alles informiert. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder sowas habt, könnt ihr gerne unter dem Video stellen, dann kann ich die euch gerne beantworten. Ich bin einfach mega aufgeregt jetzt. Es ist so ein komisches Gefühl, wenn man weiß, wann, das war ja noch nie so bei mir, wann sein Kind auf die Welt kommt. Ich hatte das ja noch nie, einen geplanten Kaiserschnitt. Total komisch, bin total aufgeregt und es ist halt einfach nicht mehr lange. Es ist einfach nicht mehr lange und das ist halt so krass. Ich habe jetzt auch schon meine ganzen Termine, ich habe auch nicht gerechnet, dass es doch jetzt doch so ist, so früh, alles verschoben und es ist einfach so krass. Es ist einfach so krass. Bald sind wir zu fünft. Ich freue mich drauf. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video oder es war ein bisschen informativ. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen und über ein kostenloses Abo auch. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao.